Hallo Exiles und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch etwas Spezielles. Und zwar, ich wollte wissen, welcher Fighter, welcher Thrall-Begleiter ist einfach der Beste? Es ist tatsächlich nicht ganz klar. Es ist so, dass man einen Thrall haben kann, einen von den 5 oder 6 Besten. Dazu zählen jetzt, ich zähle jetzt mehr. Lian, Bestienmeister Temmuz, Chimärischer Berserker oder Dalincia Schneejäger, Eri der Wüterich, Kistis der Entbeiner und ja, ich glaube, ich habe keinen vergessen. Welcher von denen ist nun der Beste? Niemand von denen tatsächlich. Ja, ich hatte auch natürlich einen Reliquienjäger, das habe ich auch gehabt. Und festgestellt habe ich Folgendes. Man kann schon steuern, wie sie sich entwickeln sollen, aber man kann nicht komplett steuern zu 100%, welche Entwicklung sie im Endeffekt nehmen. Und zwar, aufpassen, jetzt schauen wir mal mit. Okay, auf der Seite fangen wir mal mit Lian, okay? Also, seine Werte sind 49 plus 8, okay? Dann hätten wir Wachstumschance 58. In allen Trolls, die ich bis zum Level 20 hochgelevelt habe, habe ich geachtet, wie weit die Stärke kommen kann. Man kann die Stärke tatsächlich höher stellen. Es hat auch mit der Rüstung zu tun, was man einem Troll gibt. Zum Beispiel hier habe ich bei dem Lian, Wachstumschance sind bei ihm 58. Jetzt ist er bei 57 gekommen. Das ist fast das Maximale. Aber es geht tatsächlich, dass man auch mehr kriegt. Nun, es ist abhängig von dem, was man als Vorteile freischaltet. Und das, Freunde, ist wiederum einfach nur Zufall. Ein purer Zufall. Ich habe einiges an Essen ausprobiert und ich kann sagen, das Beste, was man seinem Troll geben kann, ist eine stinknormale Schleimsuppe. Die einfachste Schleimsuppe. Man gibt ihm Schleimsuppe und während er kämpft, wird er ja sofort viel schneller regeneriert mit der Schleimsuppe. Aber die gibt ihm auch Wachstumschance oder bessere Chancen, in Stärke sich zu entwickeln. So, das wäre jetzt ein Lian. Dann gehen wir zum nächsten Lian. Schaut hier, der hätte eine Wachstumschance von 52. Er ist 52, aber der hat minus 8. Wieso? Weil er hier und hier bei erfahrener Überlebenskünstler und Findinger Drückerberger minus gekriegt hat. Man kann die Wachstumschance überbieten quasi. Aber sicher ist es nicht. Die Vorteile ist das A und O, leider. So, dann habe ich hier nochmal einen chimärischen Berserker, okay? Seine Wachstumschance wäre bei 95. Und wie ich schon gesagt habe, das ist alles Zufall, okay? Aber der Gute ist nur 45. Er hat nur 45 insgesamt. Und wieso? Weil er minus beim Zielwasser minus 3 Kraft. Robust und Vorhut. Er hat Vitalität gekriegt. Genug Vitalität, aber leider zu wenig Stärke. Weiter noch einer. Der ist wiederum etwas stärker geworden. Seine Wachstumschance wäre bei 75. Ich meine, ich achte gerade jetzt gar nicht auf die Beweglichkeit, Vitalität, Präzision und Überleben. Die sind höher. Bei diesen Kämpfer-Trolls ist die automatisch höher. Aber nichtsdestotrotz, mein Ziel war, die Stärke so weit wie hoch zu schrauben. Leider gelingt das nicht. Der nächste, chimärischer Berserker, noch einer. 37 plus 10. Plus 10 hat auch mit Waffen und Rüstungen zu tun. Ich wiederhole, ja. Gehen wir zum nächsten. Dalincia. Dalincia, sie hat sich 36. Die Wachstumschance ist nur bei 36 gekommen, nicht mal annähernd, obwohl ich hier 1000 Sasser. Übrigens, 1000 Sasser ist einer der nicht besten, aber einer der seltenen Vorteile, die man kriegen kann, denn dann kriegst du auf alles plus 1. Leider aus 60% ist was anderes geworden. Einmal Überleben und einmal Beweglichkeit. Funktioniert nicht, wie man es will. Jetzt zeige ich euch einen meiner besten Trolls, Dalincia Schneejäger. Und hier sieht man eigentlich, was ich vorhin gemeint habe. Wachstumschance wäre 60%. Sie ist auf 61 gekommen. Aber
Dafür beim Überleben hat sie weniger. Okay, das ist aber nicht so schlimm. Im Endeffekt ist sie einfach die beste Kämpferin für mich. Wichtig ist, dass Schaden gemacht wird. Dann habe ich hier nochmal Dalinsia. Sie hat sich bis zu 50% entwickelt. Von 65. Hier habe ich... Moment. Okay. Die werden wir durch. Dann haben wir den besten Meister Temos. 56% Wachstumschance in Stärke. Und was kriegt er? 28. Was willst du mit 28? Obwohl ich hier geborgener Krieger plus 3 habe ich gekriegt. Aber ansonsten... Minus 3 wieder. Also die Vorteile ist echt schrecklich, was alles kommen kann. Dann habe ich hier nochmal Bestien Meister Temos. Der hat's bisschen besser gehabt. Stärke 72%. Also Wachstumschance wäre bei ihm 72%. Und was kriegt er? Nicht mal 40. Das ist schrecklich. Und ihr seht, Vorteile, Durchhaltevermögen, Assassine, heilig. Ja, er hat viel zu viel Vitalität gekriegt. So, und da haben wir noch einmal den besten Meister Temos. 64% wäre Wachstumschance, 27% Stärke. Und er hat dabei 1000 Sasser gehabt und ansonsten, ja, in Präzision ging er minus. Brauche ich ja auch nicht. Ich bilde hier auch kein Bogenschützen. Das brauche ich nicht. Gut, dann machen wir weiter. Hier habe ich einmal den Kistis der Endbeiner. Der ist, Moment, ich glaube, der ist nur Level 5. Seine Wachstumschance beträgt jetzt aktuell 60%. Ja, wie viel er bekommt, weiß ich nicht. Erich der Wüterich, den habe ich jetzt... Stärke hat er jetzt 37. Wachstumschance ist 55% und den habe ich schon mittlerweile auf 17, Level 17. Also ihm fehlen eigentlich nur noch 18, 19, nicht mehr viel, ne? Vorhut und eingespannt. Leider nichts in Richtung Stärke. Ja, so viel dazu. Also im Großen und Ganzen, was will ich sagen? Dass die Vorteile spielen die Musik. Man kann es steuern. Sucht euch einen Troll raus, gebt ihm Rüstung, Waffe, Schleimsuppe, lasst ihn mitlaufen und wachsen. Ihr steuert dazu bei, dass bei Stärke die größere Wachstumschance ist, okay? Mit dem Arsenal. Aber es ist nicht sicher. Die Vorteile, wenn sie sich falsch oder scheiße entwickeln, dann habt ihr einfach einen Kämpfer, okay, als Troll, der schon was drauf hat, aber... Vielleicht auch nicht. Hier habt ihr gesehen, 95% Wachstumschance. Es ist alles ein Glückszufallgenerator oder sowas. Sowas ähnliches, genau. Übrigens, was ich jetzt hier nicht habe, ist ein Reliquienjäger, aber er weicht nicht von der Norm. Es wäre dasselbe. Es wäre einfach dasselbe. Für mich war, ist und bleibt eigentlich Dalinsia und Chimärischer Berserker die besten Fighter, Trolls, die man mitführen sollte. Ja, so viel dazu. Ich glaube, es ist jedem verständlich und man sieht ja, wie das funktioniert. Es tut mir leid, dass ich jetzt auf die ganzen anderen Werte nicht gegangen bin, wie Vitalität, Überleben und Präzision. Aber mir ging es jetzt nur rein um die Stärke. Ich will einen Troll, einen Fighter mit mir haben, der viel Stärke hat. Das heißt, egal was ihr macht, es ist leider ein purer Zufall. Ja, Freunde, ich glaube, das war's. Ich hoffe, es war verständlich. Alle Trolls, bis auf zwei, die ich euch gezeigt habe, waren Level 20. Alle. Ich habe mir die Mühe gegeben und ich habe sogar welche wieder, wie soll ich das sagen, die Verbindung unterbrochen, quasi, dass sie wieder frei sind, weil es hat mir nichts genutzt. Ich habe gesehen, es entwickelt sich immer in die gleiche Richtung. Es passiert nichts anderes. Okay, Freunde, ich hoffe, das Video hilft euch zu verstehen, wie das Ganze ein bisschen funktioniert. Es gibt auch genügend Videos von anderen Streamern oder YouTuber, die einiges mehr erklären, aber insgesamt läuft es auf das eine, dass man einen Troll steuern kann, aber bis zu einem gewissen Punkt. Man kann einen Troll nicht so wachsen lassen in eine bestimmte Richtung, wie man es wirklich haben will. Okay, na gut, Freunde, das war's von mir. Mit euch war ich Mangrynow. Ich hoffe, das Video hat euch
gefallen, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, lasst Kommentare da, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten bis nächstes Mal. Ciao.